Servus, alles zusammen, Knochen wieder hier. Es gibt heute am 9. ein neues Event. Läuft noch ungefähr, weiß ich nicht, 4 Stunden oder so. Stunde des Sieges oder Victory Hour oder eigentlich wäre es ja Hour of Victory. Da geht es darum, man kämpft so ziemlich unmittelbar um den Reichstag herum oder beziehungsweise muss zum Reichstag hin. Das hält sich, aber das ist nicht die komplette Berlin-Karte, die man eigentlich abfährt, weil da sind auch Panzersperren, damit man da eben nicht lang fährt. Melde Grün schon mal an. Sondern man, und schon geht's los, bleibt so in Reichstagnähe. Und Gegner sind alles KI-Gegner, aber die sind diesmal gar nicht so doof. Also die fetzen einen auch weg. Beim ersten Mal ist mir das nicht aufgefallen, da haben wir einfach so verloren. Beim zweiten und dritten Mal, ich bin eben gerade das dritte Mal drin gewesen, da ist es mir aufgefallen, die sind nicht dumm. Da sind nämlich auch lauter Panther und Tiger und was weiß ich nicht. Alles ist wirklich alles mit dabei. Mit welchem Fahrzeug ihr reingeht, ist vollkommen egal, weil die werden sowieso angeglichen. Das heißt, jeder bekommt dasselbe Fahrzeug. Und jetzt sehe ich da schon wieder so eine hässliche Spinne. Die muss ich mal eben. So. Ja, so ist das im Sommer. Da kommen die ganzen Viecher rein. So, wir fangen mal an hier. Ich weiß nicht, ob es hier irgendwas zu gewinnen gibt. Ich glaube eher gesagt nicht. Das ist eigentlich nur so just for fun. Man kriegt hier so Punkte. Genau, das sind die Wegpunkte. Kriegt man hier angezeigt. Und da kommen auch gleich die ersten Panzer. Jesus, Mugget. So, wenn man so macht wie ich, dann hat man natürlich gleich verschissen. Wie schon gesagt, die Panzer sind nicht dumm. Da ist schon der erste weg. Also die KI ist relativ clever. Ich sag mal, für eine KI jedenfalls. So, wir müssen natürlich erstmal einen Punkt hier nehmen. Jetzt kommt der zweite. Und hier wird es gleich richtig voll. So sieht es nämlich aus. Ich weiß gar nicht, wo ich auf diesen. Ah, schön von der Seite, genau. Und schnell zurückfahren. Denn die schießen einen wirklich ordentlich ein Loch in den Arsch. Muss man mal sagen. Ich glaube, ich werde auch mal wechseln. Leider gibt es hier immer noch Bugs oder generell irgendwelche Bugs, weil. Es kommt, wenn man die erste Phase geschafft hat, kommt nämlich. kommt nämlich so eine kleine Videosequenz. Dann kommt die nächste Runde, wo die ganzen Panzer vom Reichstag auf einen zufahren. Und da wird es dann eigentlich richtig knifflig. Weil. Also da habe ich bisher noch nie gewonnen. Das ist so echt eine schwierige Sache. Man hat auch hier 3 Wiedereinstiege, so wie auch sonst nur. Man kann auch ein IS-1. Mit dem IS-1 kann man auch noch rein. Allerdings nur, wenn man mindestens 900 Punkte erlangt hat. Und das haben hier irgendwie die wenigsten, denn man kriegt hier nicht unzählig Punkte, wie man sieht. Abschusshilfe, okay. Und ich weiß auch nicht, nach welchen Kriterien das hier abläuft. Wo brennt der Kollege? Wer brennt denn da? Nach welchen Kriterien das abläuft, kann ich nicht genau sagen. Muss ich leider zugeben. Wo guckt der denn hin? Der brennt da einfach jetzt vor sich hin. Er brennt wahrscheinlich ab. Gut, der ist auch weg. Das Missionsziel ist abgeschlossen. Jetzt kommt die Videosequenz. Und dann war es jetzt bisher so, ich sehe meine Munition nicht mehr. Ich sehe die Munitionsleiste nicht mehr. Und ich sehe auch die Minimap nicht mehr, so bis ich denn. Ja, wie man sieht. Verdammte Axt. So, ich schicke dir das mal hier hin. Jetzt ist sie wieder vorhanden. Jetzt ist alles wieder da. Sind halt so Mini-Bugs. Oh, Scheiße. Man muss auch wirklich tierisch aufpassen, denn die sind ja überall. Wie man sieht, sie überall. Das wird noch nicht, was hier nicht mit alles mit weiß. Jagdpanzer und was weiß die Hölle hier. Wird auch noch so ein kleiner. Scheiße, Mann. Wird auch noch einer. Der ist weg. Jetzt läuft es relativ gut. Noch jedenfalls. Also ich.
Wo hatte ich diesen Panzer schon verloren? Mein kritischer Treffer. Jetzt habe ich was abbekommen. Das ist das nächste. Man hört doch teilweise die Einschläge nicht. Das ist natürlich irgendwie blöd, aber... Und ich bin einfach weg. So sieht's aus. Und das Missionsziel ist gescheitert. Wir haben schon verloren. Scheiße eigentlich. Das ist eigentlich richtig scheiße. Ich habe noch nie gewonnen hier. Ich habe in die Stats geguckt. Natürlich Platz 1 wieder ein Russe. Ist klar. In jedem Event ist immer ein Russe oben. Habe ich noch nie anders erlebt hier. Ich habe das letzte Event, gestern das Event habe ich auch noch gemacht. Das, wo man die 60 Ausflüge hatte und dann zusehen konnte, ob man da unter den Top 200 kommt. Bin ich natürlich nicht, denn ich bin blöderweise wieder um eine Uhrzeit geflogen, wo wirklich, also ohne Quatsch, ich war schon, ich musste auf Rang 1350 ungefähr kommen, ja, damit ich unter den Top 200 bin, oder 195 dann. Ich war auf 1275. Und was passiert? Ich krieg nur noch Vollpfosten, wirklich das retardierteste Dreckskruppzeug, ja, kriege ich mit in mein Team rein und hätte ich auch alleine fliegen können, ehrlich. Und ich bin dann einfach immer weiter runtergefallen, bis ich auf unter 600 war und ich hatte nur noch 10 Ausflüge. Ist ja klar, das kommt man natürlich nicht mehr auf mindestens 1300 oder drüber. Also hat er sich das erledigt und ich dachte mir so, ey, wozu hast du, ich meine, ich habe Urlaub und dafür habe ich meine Zeit verschwendet. Für so eine Scheiße, nur weil man so ein, naja, ich bin so aufregend. So, wir können mal in die Stats gucken. Hier in die Bestenliste, meine ich. Und da sieht man, ich habe noch kein Mal gewonnen, kein einziges Mal. Und ich weiß nicht, was hier ausschlaggebend ist, wie oft man in der Schlacht war. Hier, diese ganzen Sachen kann man vernachlässigen, das wird gar nicht gezählt. So, oder ist das hier wichtig, wie viel Silver Lions man verdient hat? Ich habe keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Ich glaube, hier gibt's auch nichts, weil zu gewinnen, weil... Upala, wenn ich reinkomme. Weil hier auch nichts, hier steht nichts. Es gibt, ich habe nichts von irgendwie einer Schlachttrophäe gelesen oder sowas, aber gut, ich habe auch noch nie gewonnen hier. Und daher, eine Runde machen wir noch. ist das schon ein bisschen knifflig hier. Ich meine, die erste Runde lief relativ gut. Wir haben, wie gesagt, nicht gewonnen, aber ich fand es recht so unterhaltsam. Ich finde es immer noch unterhaltsam. Ich meine, ja, mein gut, man kriegt hier einen Panzer zerschossen, aber ich habe nur einen verloren bisher. Wahrscheinlich ist es wirklich wichtig, ich weiß auch nicht, wie das läuft. Ich habe teilweise mehr Abschüsse als meine Kompagnons. Die sind aber höher. Punkte technisch. Also hat es wohl auch damit zu tun, wie weit man dann vorfährt oder sowas. Also wir haben alle dieselben Panzer, von daher. Keine Ahnung. Ja, gucken wir mal. Wie man sieht, hat man, wenn man gerade mein Setup unten gesehen hat, da war ja IS-3 oder was? Scheiße. Ich hab's nicht mehr im Kopf, aber eine ZSU war zum Beispiel mit bei und so. Und die wird gleich nicht mit bei sein im Setup. Weil es wird halt angeglichen, jeder kriegt dieselben Panzer und ab 900 Punkten, wenn man noch ein Leben übrig hat, kann man dann halt mit der IS-1 rein. Gut. IS-2. Hier sieht man wieder. 900 Fahrzeugpunkte. Jeez. Das wäre natürlich der Knaller, klar. Die muss man sich erstmal verdienen, die Punkte. Aber ich sehe ja selten jemanden, der irgendwie 900 Punkte hat. Und der Typ ist gleich vor mir. Ich wechsle mal. Krit in den Arsch. Der Panzer ist nicht so hoch. Sind wir nur zu zweit jetzt oder was? Jetzt sehe ich. Was? Der steht dahinter. Ich habe in das Wrack geschossen. Das gibt's doch gar nicht. Das ist irgendwie zerstört. Keine Ahnung. Hier, warte ich mal eben kurz. Ja, ich werde schon beschossen. War nicht so cool. Sind wir hier nur zu zweit? Echt jetzt? Nee. Wo sind denn die anderen jetzt? Der fährt ganz woanders hin. Hier ist jetzt gar keiner von uns, oder wie? Ich weiß nicht, wie soll ich denn jetzt hier durchkommen? S'il vous plaît. Echt, wie soll ich jetzt hier durchkommen? Ich versuche wirklich ganz schnell durchzufahren. Oh mein Gott. Und ich häng fest an dieser verkackten alten Tram. Wo ist der Typ? Hier bei der Panzersperre irgendwie hier durchfahren. Ich verstehe nur nicht ganz, wo will er jetzt hinfahren? Macht das, ergibt das irgendwie Sinn? Ergibt das Sinn? Das ist die Frage. Ich stelle mir gerade diese Frage. Ergibt das Sinn? Vor allem, was ist hinter mir los?
nicht viel. Gut, ich bin jetzt bei ihr. Keine Ahnung, warum ich jetzt so FPS-Probleme hatte. Die hatte ich bis vor ein paar Sekunden nicht. Man sieht diese Panzer zum Teil überhaupt da, da ist einer. Hier können die auch noch rein, irgendwie. Zack, der ist auch weg. Ist hier noch was? Ist natürlich blöd, weil, ja, wie gesagt, leicht buggy, die werden nicht alle angezeigt. Ich weiß nicht, was das für einen Sinn ergeben soll, weil er jetzt hier mal, keine Ahnung, gehört das dazu? Muss das so sein? Ich kann zum Beispiel meine Artillerie hier nicht hinschmeißen. Wieso kann ich die nicht da hinschmeißen? Weil sie gar nicht frei war? Kann das sein? Wo fährt der hin und wo sind die anderen? Ich raff das, die sind gar nicht drin. Wir sind echt nur zu zweit hier. Leck mich doch am Arsch. Was soll denn das werden? Das wird doch wieder verloren. Wir müssen doch da auf die andere Seite. Verstehe das nicht. Jetzt verfolgen die uns natürlich. Ich habe gar nicht gesehen, wo die sind jetzt echt. Ich glaube, das ist totale Scheiße, echt. Vasili. Ich glaube, so ein Russe, der jetzt irgendwie einen auf dicke Eier machen will. Das ist natürlich scheiße, so kann man doch nicht gewinnen. Was ist denn das jetzt? Irgendwo schießt dann noch was, oder? Kann das sein? Der ist auch weg. Alter, bleib mal ruhig. Sind hier irgendwo noch welche? Das sind alles brennende Wracks. Hat noch einer geschossen gerade. Oh, sieht ja keinen. Wenn ich mich jetzt schickt er so eine Art hin. Und da ist, hier schießt irgendwo noch einer. Ich habe das Gefühl, wir werden bald irgendwo von hinten bearbeitet. Wie auch immer ich diese Bodeneinheit zerstöre, ich konnte mir nicht mehr, vorstellen, was das sein soll. Eine Artillerie. Aha. Ich schmeiß jetzt mal, einfach weil ich gar keine Ahnung habe, schmeiß ich mal hier mein Zeug hin. Na, was wartet er jetzt eigentlich? Ich verstehe das noch nicht. Einer muss ja mal vorfahren. Und die Frage ist, warum sollte ich jetzt vorfahren? Echt, das ist ja ziemlich dämlich hier. Ja, fahr vor, Digga. Wenn man sieht, sieht man hier nichts. Doch, da sehe ich noch eine Artillerie. Witzig, dass man die überhaupt zerstören kann. Kann. Das heißt, man muss die ganze Zeit sein Tourette hier kreisen lassen. Und da war die auch beschossen, da ist auch noch was. Die hat er jetzt weggehauen. Vasili! So, da sehe ich schon Panzer. Wir sind also irgendwie wieder auf dem Weg. Ich weiß aber nicht, warum wir hier gerade sein sollen und nicht auf der anderen Seite. Das irritiert mich voll mit dem Kollegen, echt. Was hat er denn da?
Da kommen die Panzermann. Ich werde mich jetzt einfach mal direkt neben ihm verstecken hier. Wenn ich raus bin, na ja, auch nicht mehr viel von. Wo sind die echt jetzt? Abschusshilfe. Ey, warum sind wir eigentlich hier? Echt jetzt? Ich verstehe es nicht. Da hinten sind die ganzen Panzer, ey. Das ist ein Scheiß. Hier war da auch noch irgendwo so eine Artillerie. Okay, wo ist er denn jetzt schon wieder? Shit! Ich krieg die ganze Zeit Treffer ab. Ich muss mal hier oben. Jesus. Warum krieg ich hier diese Treffer ab? Sind alle noch da hinten? Ich glaube, die bewegen sich auch keinen Millimeter weg da. Man wundert das Ding, was er hier sieht. Boom. Also das ist jetzt wirklich, das ist wirklich strange hier. Ich bleib aber hinter ihm. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, ob der weiß, was er hier macht. Wahrscheinlich weiß das nicht. Und wir blasten uns jetzt hier einfach nur durch die Botanik, aber ist okay. Ist mir auch egal. Alter, wo ist die scheiß Arti, die mich hier beschießt? Irgendwo hinter mir. Ich muss wieder mit ihm hier mit. Vasili! Das geht nicht gut aus hier. Vor allem, wie lange läuft denn das eigentlich? Ist das unbegrenzt hier oder? Fuck. Oh, lad nach. Jetzt dauert es natürlich alles einen Ticken länger. Ach, da stand sogar einer. Very interesting. Alter Schwede. Aber ich kann mir eigentlich ganz gut vorstellen, was er gerade versucht. Er versucht einfach durch hinauszögern hier unheimlich viele Punkte zu sammeln. Nur ist es ja nicht so, man kriegt ja nicht irgendwie, also ich sag mal, im normalen Gefecht hätten wir wahrscheinlich schon 10.000 Punkte hier oder so. Die bekommen wir hier nicht. Das irritiert mich auch. Eigentlich kann er froh sein, dass ich den Scheiß hier überhaupt mitmache, oder? Jetzt mal ganz im Ernst. Okay, jetzt steht er da irgendwie doof rum und ich kann ja nicht hier über den Schutt zielen.
Ist das anstrengend mit dir. So, da ich sonst nicht weiß, was ich mit meiner Artillerie anfangen soll, dass sie irgendwo hier hinfliegen. Direkt ins Boot. Okay, das ist wohl nichts. Ich habe einfach ein Feuer entfacht und dann ist er abgebrannt. Okay. Da ist noch. Okay, das hat auch schon gereicht. Gut, kann man alles erschießen hier. Das ist so strange irgendwie gerade. Weil ich kenne das so überhaupt nicht. Überall diese brennenden Panzerwracks, das ist eigentlich schon ziemlich gestört. Okay, er fährt weiter. Ich fahre ihm einfach nach, denn solange er da nicht irgendwie beschossen wird, gehen wir davon aus, dass er auch keine Artillerie ist. Fuck you! Graben hier echt. Ich habe für das, was ich abgeschossen habe, selbst für KI-Verhältnisse 448 Punkte. Ich meine, Ding ist scheiße, Alter. Ist das nicht dein Ernst, oder? Ja, was machen wir denn jetzt hier, Digga? Wozu sind wir hier? Ich hab das Gefühl, ich bin mit einem besoffenen Russen unterwegs. Er wirklich irgendwie so ein Irren, der keine Ahnung hat, was er machen soll. Ich schick mal Arti hin. Wenn er meint, er... Pass auf, ich schick da Arti hin. Jo, Bro. Hier ist so schräg. Was ist los hier eigentlich? Ey, war echt, was ist los hier? Ich komme nicht mehr klar. Ich fahre die ganze Zeit mit Vasili Volkarov rum und ich weiß nicht, was ich hier eigentlich mache. Terrain abtasten. Ist klar, ihr feuert ein bisschen einfach so rum. Gut. Ja, klar, ist cool gemacht. Sieht schon witzig aus. Mit dem Schrott hier und so, ne? Und hier dieses alte Geschütz. Das ist auch weg. Diese Pontonbrücke hier. Mehr oder weniger Ponton. Sag ich mal. Jetzt will er vor, oder was? Jetzt will er vor. Wieso will er jetzt erst vor? Alter, was wird denn das überhaupt für ein Sieg? Danach müssen wir ja noch gegen die Übermacht da kämpfen. Ich weiß gar nicht, wie das funktionieren soll. Jetzt von hier jetzt in die Plätze. Das ist gestört, Junge. Oh. Alles klar. Das ist es, man hört keine Einschüsse. Das ist voll nervig. Das ist richtig nervig, also... Ich kann mir fast schon vorstellen, was er eigentlich will. Das Blöde ist, jetzt bin ich an einer Position, wo ich mir denke, ja, bleib doch gleich zu Hause, echt. Panzergranate
werde mal schauen, ob ich irgendwie zu ihm komme. Da sind noch unsere KI, die versperren hier den Weg. Diese Pfosten. Echt. Hier so an der Laterne könnte ich irgendwie vorbei. Aber ich komme nicht hier an die Panzersperrung vorbei. Ich glaube, was die ballert auf das Ding hier. Ich würde mal hier treffen. Phew. Ja, Digga, wie soll ich jetzt da vorbeikommen? Ist ja ein witziger Typ. Versuch's mal noch eine weiter. Weil es ist ja schon so gedacht, man sollte auf so einen bestimmten Weg hier abfahren. Das ist das Problem. Hier könnte ich durch, aber hab dann auch wieder einen Haufen Gegner da an der Backe. Vielleicht noch eins weiter. Da stehen sie echt alle. Das ist normal. Das muss ich hier nicht durchballern. Gut, nochmal Artillery. Der ging daneben, scheißegal, kannst ja nicht so lange stehen bleiben. Ne? Jetzt bin ich ja gleich in seiner Nähe. Kümmere dich um das Missionsziel, die Zeit wird knapp. Talalala. Was? Siehst du? Das ist es nämlich. Alter, wie oft soll ich denn noch 6 drücken hier? Ein verkacktes Geschütz, Mann. Das gibt's doch nicht. Ich komm hier nicht weg, ne? Ich glaube, ich bin auch gleich wieder weg. Aber schön, dass Vasili es geschafft hat. Nichts gehört, ich habe keinen Einschuss gehört, gar nichts. Ich bin einfach weg. So, und jetzt habe ich bloß noch die, was war das, SU-85? Ne, echt jetzt, wie sollen wir das schaffen? Die mal raus hier, ich benutze sie eigentlich nie, die benutze ich wirklich nie. Mal 10 von denen mit hier. Nicht so viel Munition mit, Mann! Stimmt, hiervon brauche ich auch nicht. Ich mache noch 15. Hiervon reichen auch 15. Mann, hier. Ich bin schon wieder da hinten, ey. Ach, ihn hat's auch mal zerhämmert. Wie er beschossen wird, Mann. Wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? 7 Minuten und 50. Der hat schon über 1000 Punkte. Ich gerade mal 600 für diese Arbeit. Wie lange lief denn das jetzt hier? 30 Minuten? Ich habe keine Ahnung. Das
denke mir, er will da irgendwie. Scheiße, wie mache ich das? Und auch ganz schnell irgendwie. Mein Problem ist ja, dass ich mich nicht so einfach hier um die Ecke drängen kann wie er. Beziehungsweise habe ich ja kein Tourette zum Drehen. Ja, Digga, ich hab nicht mehr was im Ziel. Visier meine ich. Du bist schon so ein Held, Digga. Echt jetzt? Irgendwie ist er voll fertig. Jetzt bewegen die sich, ja? Jetzt bewegen die sich. Der brennt ja auch schon wieder. Oder will er da irgendwo vorbei? Das ist sick, Alter. Auch nicht weg. Boah. Kann ich den hier irgendwie aufs Korn nehmen hier? Ne, Herr Vasili hat einen. Zerfetzt. Wäre cool, wenn er jetzt mal vorfahren würde, weil ich krieg hier nichts gebacken, echt. Wo kann ich hier arbeiten? Scheiße, Mann, komm vor! Ach, mein Gott. Ich sollte vielleicht einfach in die Wanne zielen. In den Deckel rein. Vielleicht krieg ich den ja jetzt noch irgendwie. Oh, ein Crit. Mein Gott, ist das spannend! Scheiße. Bin ich schon wieder getroffen hier? Ja, da ist noch einer. Ich höre es, ey. Ich glaube, ich kann vor Glück reden, dass ich überhaupt so einen schweren Scheißpanzer habe hier. Ich wäre schon längst weg. Echt nur Treffer. Ich glaube, der will gar nicht gewinnen. Ich glaube, der will einfach nur Punkte abgrabbeln hier. Wo zur Hölle ist denn der schon wieder? Irgendwo da vorne in Fight mit Satan. Hier aus. Kann ich wählen?
einfach ist anders. Alter, fast doppelt so viele Punkte wie ich. Ich meine. Fuck. Wir kommen ja auch nicht wirklich durch dann, ne? Shit. Oh shit! Motherf. Ja, fahr mal vor hier. Machine. So, jetzt ist ja nur noch einer hier. Die Scheiße, klar, Junge. Direkt vor mir. Oh mein Gott. Hä? Wenn der jetzt gleich schießt. Alter, was ist das denn hier? Fake KI oder was? Der ist so fake, dass er gar nicht funktioniert irgendwie. Hat sich aus dem Spiel ausgelockt, wer ist denn jetzt raus? Hä? Wieso sind denn jetzt hier die ganzen anderen da plötzlich? Irgendwas raff ich hier nicht. Jetzt sehe ich plötzlich drei Leute auf der Karte dazu noch. Was? Was war das jetzt? Was war das jetzt? 30 Minuten Verbindung zum Server wurde unterbrochen. Was? What the fuck? Ist hier Feierabend jetzt oder was? Was ist das denn? Das verstehe ich nicht. Wieso wurde die Verbindung zum Server unterbrochen? Und wenn der andere Kollege auch rausgeflogen ist, dann ist er wohl für alle hier Feierabend. Was für ein Scheiß. Naja, so, jedenfalls Victory Day, ne? Niederlage, juhu! Victory Hour, so sieht's aus. Danke fürs Zuschauen, also, weiß nicht. Eigentlich ein witziges Event und teilweise die ganzen Bugs sind irgendwie scheiße. Ja, um es mal ganz einfach bauarbeitermäßig auszudrücken. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen, hinterlasst ein Abo, tut euch nicht weh, würde mir helfen und wir sehen uns beim nächsten Spiel. Viel Spaß noch beim Zocken, haut rein, beim nächsten Video, so. Ciao, ciao.